Blindes Vertrauen. Das ist beim Goalball absolut nicht wegzudenken. Ein Sport, der Körper und Geist mal ganz anders beansprucht, als man es sonst so kennt. Man sieht sich nicht gegenseitig, aber weiß, der andere ist da oder muss da sein. Man muss sich halt in dem Sinne vertrauen, dass man halt weiß, wo wer sitzt zum Beispiel. Und dass man sich darauf verlässt, dass diejenigen auch die Bälle halten. Für mich jetzt persönlich besonders ist daran, dass es ein Sport ist, der halt auch speziell für Sehbehinderte und Blinde ausgelegt ist. Goalball gilt als weltweit beliebteste Ballsportart für Sehbehinderte und ist seit 1976 paralympisch. Aber wie funktioniert diese Sportart eigentlich? Also es sind immer 3 gegen 3, die liegend ihr Tor verteidigen. Der Ball wird geworfen, ist mit einer Klingel innen drin. Bestimmte Wurftechniken machen ihn halt so, dass man nicht hört oder schwer bekommt. Oder wenn man so einen Dopsball wirft, dann dopst er auf, dann hört man lange Zeit nichts und dann dopst du nochmal auf und dann kann es sein, dass schon ein Tor ist. Und das ist halt dann, kommt es vor allem zu Macht. Der Spielball ist 1,25 Kilogramm schwer. Die integrierte Klingel muss natürlich hörbar sein und um das zu gewährleisten, gelten besondere Regeln. Es darf nur gejubelt werden, wenn ein Tor ist und der Schiedsrichter pfeift und wenn der Ball in einem Line-Out ist. Und wenn jemand von uns zum Beispiel vorher klatscht, kriegen wir den Penalty. Die Sportler gehen mit verschiedensten Seheinschränkungen auf die Platte, wie zum Beispiel Farbschwächen, Sichtfeldeinschränkungen oder Kurzsichtigkeit. Aber auch außerhalb der eingegroovten Goalball-Szene erfreut sich der Sport immer größerer Beliebtheit. Im Internat habe ich einen Zimmerkollegen und der hat sich das mit Respekt angeschaut, weil er halt ein etwas besseres Sehverhältnis hat im Gegensatz zu mir. Und der hat einfach nur gesagt, hey, Respekt, wie ihr das macht, das könnte ich nicht so gut und nicht so leicht. Die besten Schulteams Deutschlands sind nach Berlin gereist. In der Vorrunde haben sich nun die Teams aus Nürnberg, Ilvesheim, Neukloster und Leipzig durchgesetzt und stehen im Halbfinale. Goalball, ein Sport, der verbindet, ein Sport, der fasziniert, ein Sport, der blindes Vertrauen verlangt.